Hallo, moin moin und guten Tag. Ich bin heute in der Fischzucht Schulte in Halle, Westfalen und neben mir steht Brigitte. Hallo. Hallo Michael, schön, dass du hier bist. Brigitte zeigt es mir heute. Sie zeigt mir heute, wie man diese schwarzen Gesellen hier vorne filetiert. Hier ist so ein schwarzer Geselle und den probieren wir heute zu filetieren. Ihr habt hier eine Fischzucht und macht 40 Tonnen von diesen Fischen oder zieht die zu einer Schlachtreife. Ja. Und ihr verkauft die auch als Filets geräuchert und als ganzen Fisch und ihr vermarktet diese Fische eben auch. Richtig. Wir vermarkten diese Fische einmal, weil wir sie hier haben und weil viele Kunden gerne ganz frischen Fisch haben möchten. Den können sie sich hier selber aussuchen, nach Gewicht und Größe. Wir machen den fertig, wie sie es gerne haben möchten, ob geschlachtet, filetiert oder auch geräuchert. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Bevor wir den Fisch filetieren, wird darauf geachtet, dass das Messer scharf ist. Ohne dem geht gar nichts. Dafür nehmen wir dieses Gerät und ziehen das Messer einige Male hier durch, damit das schön leicht beim Filetieren geht. Das gleiche Gerät habe ich in meiner Filetierkiste. Das nehme ich mit nach Norwegen. Das habe ich hier mit dabei. Also das braucht man einfach. Das ist es. Das ist erstmal das A und O. So. Dann drehen wir den Fisch erst einmal um. Das heißt, du nimmst den auch wirklich aus, bevor du den filetierst? Ja, es ist einfach einfacher. Dann sind die Innereien raus und man hat da überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, genau. Also wird der Fisch erst einmal ausgenommen. Von hinten ziehen wir ihn durch bis nach vorne hin. Drehen den Fisch um. Man sieht, es ist ein Weibchen. Hier sind die Eier zu sehen. Ja. Zwei Lagen hat er. Und wir gehen jetzt mit dem Daumen hier oben in diese Haut rein. Dann hat sie sich gelöst. Hier ist noch mal eine Schicht. Die ziehen wir durch. Und lösen das Ganze hier. Und das Messer gleitet einmal von oben nach unten. So, das haben wir hier gleich. Dann sehen wir zu, dass das Herz auch noch mit herausgenommen wird. Hier geht es vor allen Dingen darum, dass die Gallenblase auch rauskommt. Oh ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und zwar sieht man immer zu, dass sie aus dem Fisch herauskommt, falls die Gallenblase zerplatzen sollte, dass die Flüssigkeit vor dem Fisch ausläuft und nicht in den Fisch, weil dann das Filet ganz gelb wird. Und das ist das, was man überhaupt gar nicht haben möchte. Ja. Zu guter Letzt wird noch die Blase herausgenommen. So, das ist schon alles, was in dem Fisch drin ist und wird erst einmal entsorgt. So, jetzt halten wir uns hier an den Kiemen und an der Flosse fest und schneiden mit dem Messer alles Fleisch erstmal hier runter. So, dann haben wir den einen Lappen erstmal befreit. Gehen dann bis zur Mitte des Fisches ganz weit nach vorne. So, dass nichts verloren geht. Genau. Nichts, also so viel Fleisch wie möglich wollen wir ja verzehren. Der Fisch wird umgedreht und das gleiche noch einmal von dieser Seite gemacht. So, auch wieder hier eine Gräte dran. Dann passiert nichts. Falls man ausrutschen sollte, geht es nicht in eine eigene Hand rein. Der Fisch wird dann so aufgelegt und wir gehen mit dem Messer in der Mitte aus bis über die Flosse hinaus rein. Das Messer gleitet über die Gräte. Über die Brustgräte praktisch. Genau, über die Brustgräten. Und geht nach vorne und wir schneiden diesen Lappen auch wieder frei. Die eine Seite ist schon vorbereitet, die andere Seite wird genauso vorbereitet. Wieder an den Brustgräten
dran. Nach vorne. Der will noch nicht, der Fisch. Und die Seite ist auch fertig. Drehen den Fisch um. Und die ersten beiden Gräten werden einmal kurz angeknackt. Der Fisch wird umgedreht. Und die ganzen Rippengräten werden durchgeknackt. So. Machst du genauso. Also das heißt, auch du schneidest auch die Brustgräten alle komplett durch. Die schneide ich komplett durch. Ja. Das ist für mich eine einfache Sache, weil manche machen das ganz anders. Die schneiden darüber hinaus, aber ich schneide da leider lauter Löcher rein. Auf der anderen Seite, die ersten Gräten werden wieder durchgeknackt, den Fisch leicht umgedreht und die Gräten wieder durchgeschnitten. So, da sind noch ein paar. Dann wird der Fisch hier hingelegt und wir ziehen das Filet ab. Hier hat der Fisch etwas Halt durch die Flosse, rutscht er mir nicht weg. Und das Messer bewegt sich immer ein bisschen hin und her, damit wir so viel Fleisch wie möglich von den Gräten bekommen. So. Das heißt, wir sind jetzt hier wirklich, da ist er hier wirklich auf der Wirbelsäule. Hier sind wir auf der Wirbelsäule, aber man sieht selber, die Wirbelsäule ist etwas erhaben, dass wir immer mit dem Messer leicht hin und her wippen. Das damit, heißt, so praktisch. Ja. Ja. Mhm. Damit wir sehr viel Fisch von den Gräten bekommen. Ja, genau. So, der Fisch wird nochmal umgedreht, diese Seite genommen. Hier kann man sehen, dass der Fisch sich selber festhält. Ja. Und wir mit dem Messer wieder etwas hin und her wippen können, damit wir das ganze Fleisch von den Fisch mitbekommen. So. Und dann machen wir das Endstück auch. So. Und ich wollte mal eben, kannst du mal bitte einmal zeigen? Weil was hier jetzt unten ist, das ist ja praktisch dann auch nur noch der Bereich. Das sind nochmal hier die Gräten. Genau. Und hier noch Resthaut mit den Flossen. Ja. Mehr ist hier nicht. Nee, genau. Aber mir ging es jetzt nur darum, dass hier möglichst, also hier sind ja wirklich jetzt auch noch die Gräten. Das heißt, da braucht man nicht weiter durchschneiden. Nein, hier braucht man wirklich nicht mehr abnehmen, weil man dann wieder mit den Gräten zu tun hat. Und das ist was man ja absolut gar nicht haben möchte. Ganz genau. Ja, so ist der Fisch. So sieht er aus, was überbleibt. Ja. Legen wir hier rein. Dann haben wir hier noch einmal die Flosse, die wir mit dem Messer auch abschneiden. Und wir können den Fisch da so ein bisschen begradigen praktisch. Etwas begradigen, genau. Ja, da muss man dann auch gucken, ob da noch mal irgendwo Gräten sind oder sowas. Ja, ne? Genau so ist es. So, dann haben wir das noch. Jetzt haben wir aber die Rippengräten noch, die hier sich noch befinden und wir eben durchgeschnitten haben. Die nehmen wir auch heraus. Wird das Messer leicht unter den Gräten geschoben. So, man merkt das. Hier vorne ist schon Schluss. Ja, so ein bisschen verkanten in Richtung Gräte praktisch. Ja. Ne? Und wir können mit dem Daumen noch mal prüfen, ob sich irgendeine Restgräte noch sich befindet. Aber wir haben hier jetzt alles rausgenommen. Dieses ziehen wir auch noch raus. So, drehen den Fisch noch einmal um. Hier ist dann noch einmal ein Fettrand, den können wir abschneiden. Wir können mit dem Restfisch den Kopf und Gräten noch eine schöne Suppe machen, die wir dann separat dann woanders hinlegen und die Suppe fertig machen können. Hier ist noch einmal eine Flosse, die schneiden wir auch ab. Noch einmal bisschen das Fett
abschneiden. So. Und dann haben wir das fertige Filet. Hau, 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 hau. Kommen wir zum Gewinnspiel. Es gibt diesen wunderbaren Adventskalender von FTM mit 24 Spoons. Ich drehe das mal um. Und einer Dose Bloodworm. Das ist was Spezielles, was man nochmal hinten an die Spoons dranhängen kann, damit die ein bisschen anders laufen und damit nochmal ein bisschen was anderes da dran ist. Ja, diesen Adventskalender gibt es zu gewinnen. Gesamtwert 80 Euro. Und wenn ihr den nicht gewinnt, dann könnt ihr den natürlich auch kaufen. Ist ausgeliefert worden mittlerweile an ganz, ganz, ganz viele Händler, an Online-Händler, an viele Angelparkbetreiber. Auch zum Beispiel weiß ich, dass der Stefan vom Angelparadies Hochmoor sowas auch da hat. Und ja, wie gesagt, viele andere Online-Händler auch. Und was müsst ihr dafür tun, wenn ihr das gewinnen wollt? Von heute an bis zum 8. November, das ist der nächste Sonntag, müsst ihr Abonnent sein und dieses Video teilen. Bei YouTube, bei Instagram, per WhatsApp, egal wie. Und dann schreibt ihr das in die Kommentare auch unten rein bei YouTube. Und ich werde es dann am nächsten Montag bekannt geben, am 9. November dann, wer diesen Adventskalender gewonnen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall jede Menge Glück dabei. Und ihr wisst ja, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann habt ihr Weihnachten verpennt. In diesem Sinne. Was machst du mit dem Bauchfell hier, also mit der Haut vom Bauch? Je nach Kundenwunsch wird hier noch einmal die Haut abgenommen. Achso, die ziehst du einfach nur runter? Die ziehe ich einfach so runter. Ja. Diese Haut, die kommt aber weg, weil verzehren kann man es nicht. Es ist so wie eine Art Kaugummi, was sich im Mund befindet und schlecht runterzuschlucken ist. Die wird weggenommen. Und hier befindet sich noch eine zweite Haut. Das ist noch die Haut, die die ganzen Innereien schützt. Die kann man mitessen. Oder sonst, wenn der Fisch gebraten wird und man die Haut nicht mitessen möchte, kann man sie ganz leicht herunterziehen und den Teller beiseite legen. Genau, das ist also praktisch nur das Dicke hier. Da, das Dicke praktisch, was sonst raus muss. Und das hier bleibt drauf. Das bleibt drauf. Ja, okay. So, das ist das erste Stück. Mit dem zweiten Filet machen wir das Gleiche. Einmal die Flosse wieder rausschneiden und den Fisch ein bisschen begradigen. So. Und was wichtig ist, die Rippengräten müssen raus, damit der Fisch keine einzige Gräte mehr im Fleisch hat und dir den ganzen Fisch genießen können, ohne Angst zu haben, dass wir irgendwas im Mund bekommen. So, hier ist auch alles rausgenommen worden. Die Haut auf Wunsch kann man auch noch mal abziehen. Das geht aber mit den Daumen ganz gut. So, das reicht dann schon. Aber ein Zwischenmuskelgräte wie bei der Forelle, die hat ja hier praktisch noch ein Zwischenmuskelgräten. Das hat man hier ja nicht. Nein, dieser Wels hat keine Zwischengräten, wie es man vielleicht bei den Karpfen auch kennt. Ja, genau. Also diesen Fisch kann man mit Genuss genießen, ohne dass man Angst haben muss, irgendeine Gräte im Mund wiederzufinden. Ja. Hier wird auch nochmal der Fettstreifen weggenommen und für die Suppe verwendet.
So, dann ja, haben wir das, Filet, ja. Das zweite Filet. Schon ist er fertig. So sieht so ein Filet aus. Da vorne kann man vielleicht noch mal sehen. Ich halte ihn mal. Das ist praktisch sowohl das Bauchstück als auch das Rückenstück, was einfach, ja, was viele Angler schon mal wegschneiden, sind schon mal 100 Gramm weg. Ja, und hier haben wir einmal 100 Gramm mehr. Ja, genau. Fisch. Und das ist ja richtig das dicke Filet sozusagen. Ja, das ist das dicke Filet, das ist richtig. Wenn wir das Filet mit der Haut fertig haben, können wir es auch einlegen. Ja. Und dann haben wir einmal ein geräuchertes Filet. Ja. Wie lange legt ihr das ein? Ist das ein Betriebsgeheimnis oder kann man? Nein, das ist kein Betriebsgeheimnis. Wir legen das in 5 Liter Wasser ein, ja. Nehmen 320 Gramm Salz, ja. 5 Liter heißes Wasser geben wir dazu, verrühren es, damit sich das Salz ganz auflöst, ja. Legen die Filets mit der Haut da rein. Wenn das sich abgekühlt hat? Nein, das kann man auch sofort reinlegen. Wenn es warm ist? Ja, wenn es noch so, warm okay, ist, ja. Können die Filets sofort da reingelegt, ja. Werden. Bleiben 6 Stunden darin liegen. Okay. Mhm. Und werden anschließend rausgenommen, mit kaltem Wasser abgewaschen, ja. Auf den Rosten gelegt, ja. Und kommt dann angewärmt in den Räucherschrank rein. Ja. Heizen das auf ca. 80 Grad auf für eine halbe Stunde, stellen den Gas ab. Ja. Und der Fisch bleibt dann noch eine Stunde in dem Räucherschrank drin. Genau, praktisch kühlt im Rauch ab. Genau, kühlt, ja. Im Rauch ab. Genau, so mache ich das auch. Nehmen ihn dann raus, er kühlt, ja. Sich dann ganz herunter, bis wir ihn dann anschließend einschweißen können. Ja, genau. Ja. Das sieht ja wirklich gut aus. Sieht gut und lecker aus. Brigitte, vielen, vielen Dank. Dafür nicht, herzlich gerne. Ich glaube, das hat vielen anderen einfach weitergeholfen. Ja, bei der Verwertung von so einem Fisch. Wenn ich sehe das immer wieder, dass viele Angler eigentlich Angst davor haben, einen Afro-Wels, einen europäischen Wels, das war ja jetzt europäischer Wels, oder einen Stör auch, ja, wirklich sich da dran zu trauen und den zu filetieren und dann weiter zu verarbeiten. Ich weiß, dass ganz viele Angler im Sommer nicht auf Wels angeln. Die warten dann wieder bis zum Herbst, bis die Forelle wiederkommt sozusagen, weil sie nicht genau wissen, was sie mit so einem Wels machen sollen. Und jetzt haben wir einmal gezeigt, was man mit den Wels machen, ja, kann. Ja, wunderbar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer über ein Like und über ein Abo freuen. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal dicke Fische. Und ihr wisst ja, Fisch ist mein Gemüse. Und Brigitte, vielen, vielen Dank, dass herzlich du mir gerne. Das gezeigt hast. Herzlich gerne, Michael. Ciao. Ciao.